Hallihallo und willkommen zurück zu Granblue Fantasy Relink. Ich habe die Mikrofonlautstärke nochmal ein kleines bisschen nach unten geregelt. Ich glaube, es wird weiterhin nicht viel gebracht haben. Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Es ist jetzt ein gradueller, sagt man das so, Prozess? Wahrscheinlich sagt man das nicht, aber ich sag's jetzt einfach. Dass wir jetzt nach und nach die Einstellungen von Folge zu Folge mal ein bisschen optimieren. Naja, machen wir jetzt einfach so. Wir sind in Volker angekommen beim letzten Mal, nachdem wir ein riesiges Vieh besiegt haben. Den Steindeal. Und jetzt gucken wir uns in dieser Folge ein bisschen die Stadt an. Wir fangen erstmal an mit so einer Archivnotiz hier. Also wahrscheinlich viel zu lesen jetzt und sowas. Nachricht vom Verteidigungskorps. Wir gucken mal. Archiv. Okay, solange wir hier halt eben nichts verpassen, sag ich mal, ist das ganz okay. Ansonsten mache ich mir Sorgen. Achtung Einwohner von Volker, in letzter Zeit wurden beunruhigend viele Monster im Wald gesichtet. Leider ist es dem Korps momentan nicht möglich, mehr Patrouillen einzusetzen. Wir bitten die Bürger, wenn möglich, nicht in den Wald zu gehen. Wenn ihr unbedingt in den Wald müsst, konsultiert uns bitte vorher. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Das haben wir gemerkt, dass das nicht ganz so gut war, in den Wald zu gehen. Also es tat ein bisschen weh. Mach mal jetzt. I love visiting new places for the first time. Okay, wir haben mal weiterhin keine Karte oder sowas, ne? Nein, okay. Hallo, Kiddies. Und lass mich hier nicht vorbei. Okay. Vielleicht später. Das sieht aber schon hübsch aus hier, muss ich sagen, ne? Okay, was passiert da? Ein Händler? Kleiner Händler? I have to say, you're a real lifesaver. Well then, see you next time. Zero-Karte. Klein Papagei. Come again. Oh, anscheinend kennen wir den. You made it all the way to this item too? Boy, you really do get around. You might just say I'm everywhere. Everywhere the cash flows. Nun. Okay, Sirokarte. Die angesehene Händlerin Sirokarte bietet an Reisenden und Ansässigen jede Menge Waren und Dienste an. Okay. Okay, handel einfach mal. Tausch Schätze. Stärkesplitter werden zur Verwendung von Waffen, Verbesserung von Waffen verwendet. Also warum nicht ein paar davon nehmen? Okay, was willst du dafür haben? Die Münzen. Ah, dafür willst du die Münzen haben. Das ist also unsere Währung neben diesen Rupien. Gib die Anzahl der gewünschten Splitter ein und wähle dann tauschen. Zero nimmt beim Handel Rafale Münzen, die man erhält, wenn man Bosse besiegt und Quests löst. Okay, aber wie viele... Soll ich jetzt einfach drei kaufen oder soll ich nur eine kaufen? Ich kaufe erstmal nur eine. Okay. Und da kann man dann die Stärke später genau direkt eintauschen. Ah, you must be the one Zero mentioned. Let me take a peek at your gear. Der Schmied kümmert sich um alles, was mit Waffen zu tun hat. Du kannst dir auch Gegenstände verkaufen. Okay, lass uns mit den eben von dir erworbenen Stärkesplittern die Waffe von Nirelia verbessern. Machen wir. Die Partenza. Waffe aufstufen. Wähle die Anzahl der Splitter, die du für die Waffe verwenden möchtest. Die Stufe der Waffe steigt je nach Anzahl der Splitter an. Ah, okay. Die ein Splitter ist quasi ein Level. Okay. Ach, weil ich für jedes Level erstmal 10 EP brauche. Okay. Ich mache erstmal nur einen. Ich bin erstmal noch vorsichtig mit den ganzen Upgrades. Aber das ist schon einiger Lebenspunkte und Angriffanstieg 1. Okay. Also, ich muss ja auch auswählen. So. Success. Kann das fehlschlagen? Ich hoffe nicht. Die Symbole am oberen Bildschirmrand zeigen an, wo sich nützliche Gebäude befinden und die Pfeilmarkierung weist auf das nächste Storyziel hin. Du kannst das Spiel jederzeit im Hauptmenü speichern, wenn du in der Stadt bist. Okay, also unser Hauptziel ist erstmal mit allen Leuten reden, aber das heißt, wir können uns jetzt ein bisschen umschauen. Kommen wir in Häuser rein. Ja, dachte ich mir fast. Mit dem da hinten dürfen wir nicht reden. Was kann man sonst machen bei ihm? Auch verkaufen.
Du kannst Gegenstände für Rupien verkaufen. Du kannst sie aber nicht mehr zurückkaufen. Gegenstände für mich liquidieren. Ach, du bietest mir das direkt an, ja? Aber erstmal nicht. Okay, ich kann aktuell Schätze verkaufen. Ich kriege ja 1000 Rupien für so ein Ding. 120. 1400 für die Klaue. Ich habe 2 Klauen. Okay. Gut zu wissen. Ich möchte halt erstmal noch nicht zu viel in diese Waffe investieren, weil ich nicht weiß, was noch kommt. Ich bin da immer so ein bisschen... Immer noch keine Karte, oder? Questschalter und Quest suchen in den Stimmen belohnen. Okay, machen wir jetzt gerade mal nicht. Ist wahrscheinlich für später interessant. So, wahrscheinlich werden das Sidequests sein. Agentur für alles. Gucken wir gleich nochmal. Ich bin gerade erst hergezogen. Und stimmt es, dass es einen Reparatur-Heinz gibt, der einfach alles kann? Es ist schon ein hübsches Charakterdesign. Also... Oh, wie cool die aussehen. Das mag ich. Ich mag das gerne. Ich mag das wirklich gerne gerade. Aha. Kann ich hochspringen? Kann ich. Ist nur eine Treppe. War vollkommen irrelevant. Ich will gucken, ob es irgendwas gibt. Aber ich nehme auch gleich noch die Quests an. Etwas Gemüse, junge Frau. Heute ist besonders knackig. Lecker Gemüse. Since we met on Framen. With how much she knows about magic, I still can't believe she's younger than me. Das war, weil wir gerade hier bei Io sind, okay. Ja, wir können auch kurz mit Io reden, wenn wir eh schon hier sind. Hey, what you looking at? You dumb lizard! Don't sneak up on me like that! For the millionth time! I ain't no lizard. So, what you doing, Io? Checking out the makeup selection. Ooh, that's so grown up. An elegant lady knows the importance of looking her best. I see. I still don't know anything about makeup. You're naturally pretty, but a dab here or there could bring out a whole new you. Really? I don't know if that's me at all. How about this? Next time we'll do our faces together. With Rosetta's tutoring, of course. Aren't you curious how Lyria will look, Captain? Ich kann's kaum erwarten. Punkt, Punkt, Punkt. Na, klingt nach einem guten Plan. Sounds like a good idea. Maybe I can be a sophisticated lady too. Garantiert. Gee, what a selection. I don't know what most of this stuff is for. Okay, wir reden noch mal kurz mit Sierra. Okay, Crew-Mitgliedskarte. 0. Um neue Gruppenmitglieder freizuschalten. Wir haben Gacha. Ah, ne, ist kein Gacha. Ich kann legit einfach Leute kaufen. Okay, was haben wir jetzt? Charlotta? Gandagosa? Okay, der sieht ja krass aus. Der puncht einfach die Gegner kaputt. Feli? Oh, sie ist hübsch. Der versehentlich Celestias Treiber des Todes herbeirief. Okay. Das klingt lustig. Okay, Narumea. Ah, da haben wir ein paar Gehörnte. Tante Redkämpferin. Mhm. Okay, das Preview-Video ist ja krass. Die ja voll abgeht hier gerade. Müssen wir vielleicht gleich nochmal kommen, ne? Und dann... Na, noch nicht. Okay, die hatten... Okay. Interessant. Also die ist so halb Samurai-mäßig unterwegs, obwohl das Schwert nicht wirklich nach einem Samurai-Schwert aussieht. Okay. Ich war gerade sofort auf dieses Video fixiert. Okay, Doppelklingen haben wir hier. Wow, okay. Oh, wie schnell ist der? Wow, okay. Vayne. Mhm. Alabarda. Der hat ein Stück Waffe. Und der hat irgend so ein komisches Meter rechts daneben. Das sich langsam füllt. Wahrscheinlich für Spezialangriffe. Parsival? Warum ist das so, dass alle Leute, die Parsival heißen, irgendwie immer so
hübsch und rot sind. Sag ich mal. Ist ein sehr hübscher Boy. Siegfried. Ja, und Siegfried haben immer schwere zwei Hände. Ist das ein Vorteil? Weiß ich nicht. Cagliostro. Aha. Okay, die macht... Die kämpft so mit ätherischen... What? Okay. Mit ätherischen Waffen? Yodara. Der sieht ja auch cool aus. Okay, der geht ab. Der hat auf jeden Fall auch Dual, auch zwei Klingen. Der geht ja ab. Wow. What the? Okay. Sitter. Okay. Gib mir voll Dragoon-Vibes. Vasraga. Ein Maskierter. Ein Druff. Eine Sense. Alter, der sieht mächtig aus. Der sieht richtig mächtig aus. Okay. Oh, da haben wir noch die ganze Skill. Oh mein Gott, gibt es viel zu passen hier. Kombos. Okay, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen, ne? Addons beanspruchen. Bringt mich noch die Steam-Seite? Nein, okay. Okay, also hier können wir auf jeden Fall dann ein paar Charaktere für die Gruppe freischalten. Cool. Hat er noch was anderes? Ne, dann weiter nur die Splitter. Okay. Okay, das wird spannend. Das wird sehr spannend. Ich will die Liebe finden. Ja, fühle ich. Werde ich auch nie. So, sollen wir eine Sidequest annehmen? Sprich mit einem Stadtbewohner mit einem Symbol. Er hat vielleicht eine Aufgabe für dich. Hilfe bedeutet Nächstenliebe und du wirst nicht leer ausgehen. Angriffskraft 1 und Stärke später. Ist das dann so ein Siegel, dieses Angriffskraft 1? Wahrscheinlich, ne? Verfluchte Goblins, sie waren ja schon immer lästig, aber in letzter Zeit sind sie noch bösartiger geworden. Erteile dir eine Lektion, ja? Natürlich. Drei Goblin-Stürmer. Okay, können wir die einsehen? Nebenquests, jetzt haben wir Nebenquest-Tab, okay. Angenommen und angeschlossene Nebenquests werden über die Nebenquests verwaltet. Hier kannst du auch schnell zum Questgeber reisen. Oh, das ist cool. Das ist gut. Okay, im Gange nervige Nachbarn, genau. Okay, dass ich da schnell reisen kann, das ist großartig. Formidable Gemüseernte, sehr gut. Was machst du hier? Du gehst, den Boden. Offensichtlich. Alter, das ist ein richtig hübsches Städtchen. Das gefällt mir richtig gut. Keine Spur von ihr. Okay, irgendwo wollte sie anscheinend mit wem treffen. Aber gibt es hier auch Sachen? Hier ist eine Kiste. Ja, ich werde sie trotzdem fragen. Ja, ich frage sie trotzdem. Ich brauche einen Silberschlüssel. Nein. Okay, ich muss mir merken, dass ich hier einen Schlüssel brauche. Oh, no. Okay, Rosetta. Hi, Rosetta. Nice of you to drop by, Lyria. Come to see my part of town? Actually, I wanted to ask you how I could help the crew. Is that so? Well, I'd say there's no need to stress out about it. But I want to be useful and do my share. Oh dear. I think you might be overthinking this. Still, isn't there something I can do? Let's see. Guidebooks are pretty useful. Ever thought about writing one? Write my own guidebook? Just jot down the fun things you've seen and done. Whatever you want to share with us. Better than complaining all the time. That's like the opposite of being helpful. You're right. Okay, I'll write the best guidebook ever. I can't wait to read it. Such a refreshing breeze. Okay, Lyria schreibt also jetzt quasi Tagebuch dann, ja? Okay. So, was haben wir denn noch so hier? Ganz viele Karren. Hallöchen.
Ist richtig schön draußen. Der hat mal einen Bart. Ist mir aber anscheinend zu geschäftig jetzt in der Stadt hier, okay? Die Kinder spielen im Wasser. Die Bällen fliegen um sie herum. Ach Mann, ist das hübsch hier alles. Mutter erzählt der Kinder, dem Kind zum Sternenvolk. Mag sie Krabben? Meinst du die Zangen da? Kleinzange. Wenn du Kleinzangen findest, kann ich sie haben. Du wirst die Kleinzangen haben. Dafür kriege ich das Krabben-Echo. Ja, gerne. Dieser Junge rettet seltene Wesen namens Kleinzangen. Falls du welche findest, sollst du sie ihm geben. Ja. Kann ich dir gerne sofort geben. Achievement. Nice. Wir haben jetzt Krabben-Echo bekommen. Da du einen Siegel besitzt, solltest du es auch ausrüsten, um seine Wirkung zu nutzen. Okay, und ich kann jetzt jedes Mal wieder eine Quest hier annehmen. Okay, so als nächstes brauche ich 3 Kleinzangen, dann kriege ich 10 Münzen. Okay. So, was war das jetzt hier mit Krabben-Echo? Er wird die Merkmalstufe und die damit verbundenen Effekte abhängig von der Gemenge geretteter Kleinzangen. Okay, Merkmaldetails. Ah, okay. Heißt das, es gibt insgesamt 45? Angriff plus 1000. Was ist das für eine Skalierung? Okay. Die muss ich wahrscheinlich ausrüsten, ne? Siegel. Genau. Krabben-Echo. Okay, wenn ich das jetzt wieder entferne, ja, dann verliere ich 3 Angriff. Okay, dann lassen wir erstmal das Krabben-Echo dran. Okay, also ganz viele Krabben finden. Wenn sie recht der Liebe gestehen, die zwei hier? Vom Morgen scheint auch die Sonne, du nicht auch. Oh no, er ist so schüchtern. No. Das ist awkward. Okay, das war der Schmied, genau. Mehr Sidequests gibt es. Da hinten ist irgendwo noch eine Sidequest. Laut Kompass. Hier ist der Stadteingang. Den Archiveintrag hatten wir schon, genau. Dann gehen wir mal rechts lang hier. Ah, guck mal, da oben sitzt jemand. Das ist dann irgendwann ein Silberkünstler. Was ist ein Silberkünstler? Wahrscheinlich irgendein Silberschmied oder sowas. Rackham headed straight for the docks, huh? He takes such good care of the Grand Cipher. I guess after everything we've put her through, she deserves the TLC. Ja, absolut. Die muss ein bisschen repariert werden. Airship of that size is a first for me, but I reckon I can handle her. Sorry for pushing you guys. Shucks, it ain't nothing. I'll leave this spot empty, so go ahead and fly her in. Thanks a million. I'll get right on it. Rackham, hi! Well, look who it is. I managed to find a place that can patch up the Grand Cipher. Just got done haggling with him. I'm sorry the ship got hurt. That was my fault. Whoa, whoa, what are you talking about? You had nothing to do with it. But I... Look, it was a random accident. No one could have known our dragon friend would go all crazy. Genau, es ist nicht ihre Schuld. Ich meine, aus irgendeinem Grund ist die Verbindung abgebrochen. Aber was hat ihn verärgert? Das ist die Frage. Wonder what upset Bahamut. Oh, beats me. I just hope it's not an omen of bad things to come. Never. No point losing sleep over what ifs. Let's just forget about it for now, okay? Na eben, das Schiff ist auch da. Es ist nicht komplett kaputt. Okay. Thanks for cheering me up. There's that smile. Besides, we're in a new Skydom. Let's see some more enthusiasm, huh? Anyway, I'd better go move the Grand Cipher before anything happens to her. Go ahead, genau, hol das Schiff mal. The ship covered. Breeze feels almost welcome. Da darf ich nicht lang. Like an old friend. Genau, wir holen das Schiff erstmal wieder und dann gucken wir weiter. So, Eugen. So kann man es auch nennen. He did know all the talk in Auguste. Mercenaries sure are resourceful. Ja, mal gucken. Was sagt er denn? Schon besoffen?
Ahoy, Captain. Enjoying yourself? Er hat schon die roten Bäckchen, der ist besoffen. Oh, brother. At least one of us is, that's for sure. Come here. Let you in on a tip I heard. Word is there's a village that runs a mining operation on a nearby island. It's got an altar dedicated to, get this, a primeval god. And when this god stirs up a wind, loads of ore gets exposed, ripe for the plucking. Then this town takes those mined ores to make the finest jewelry. We'd be rich if we got in on the action somehow. Mm-hmm. Catching my drift? Anyway, gonna stay put and sniff around for more info. I'll let you know what I hear. See you later, Captain. Okay. Ein bisschen ernst, ja? Der ist vollkommen besoffen. Okay, interessant. Das heißt, wenn wir diese Gottheit... I'm getting hungry just reading the menu. Look at today's special. Okay, was haben wir denn so hier? Everything looks tasty. What do you want to eat? Käsefondue. Oh, Käsefondue. Oh, jetzt ein Käsefondue. Das klingt nach so viel Aufwand. Oh mein Gott. Oh, das wäre jetzt richtig. Ja, das wäre jetzt geil. Thinking the cheese fondue. Here's what the menu says for the fondue. Luscious melty cheese. Dip bread and veggies as you please. Yes. Wow, cheese und please, was ein Reim. Ja, Lyria, du auch. Oh, it all looks so good. Okay, darf ich jetzt hier essen oder nicht? The food looks tastier the more I stare at the menu. What looks good to you? Noch mal das Käsefondue eigentlich. Okay, was mit der Suppe? Ooh, the soup looks worth trying. Let's see. Boca barley soup. Delicious multigrain. Eat this soup and rid yourself of pain. Oh mein Gott, diese Reime. Oh, it all looks so good. Diese Reime. Ach, guck mal, die sieht auch hübsch aus. Mann, die Charaktere sehen so gut aus. Das ganze Spiel sieht so hübsch aus, Mann. Oh mein Gott. Diesen Schlüssel. Silberschlüssel? Ja. Ein Golemfinger. Meine Tage als berühmter Schatzsucher liegen fast hinter mir, denn ich habe einen Fehler zu viel gemacht. Die Sache ist, die mein Partner und ich waren hinter etwas her, das wir nie finden konnten. Könntest du es für uns besorgen? Er geht jetzt zwei und Silberschlüssel. Ich brauche den Silberschlüssel für die Kiste da hinten bei Rosetta. Da wissen wir schon mal, was wir als nächstes machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall questen. So, ich vermute mal, da hinten irgendwo wird Catalina sein. Da ist irgendwo noch eine Sidequest. Muss ich da hoch für? Vielleicht, ich war noch nicht oben. Ja, ich muss dafür hoch. Aber bisher noch keine Items zum Einsammeln, außer dieser einen Kiste. Doch, da leuchtet was. Ach, das ist ja ein Archiveintrag, ne? Genau, was haben wir denn? Brauchst du einen Handwerker? Gucken wir mal. Oh Gott, so viele Sachen hier. Oh, irgendwo ist noch eine Notiz. Ich bringe deine Probleme in Ordnung. Bist du deine alten, knarzenden Möbel überdrüssig? Eine üble Beziehung zieht dich runter. Dann wende dich mit den Problemen an den Reparatur-Heinz. Ach, da hatten wir gerade eben irgendwelche NPCs von gesprochen, ne? In letzter Zeit bringt mich mein Rücken um. Wie sag ich ihr, dass ich sie liebe? Ich kann meine Katze nicht finden. Ich habe Probleme wie diese und noch viele mehr gelöst. Komm heute in die Küche und hol dir eine kostenlose Beratung. Ach, oh mein Gott, das klingt jetzt sehr... Ja. So, genau. Siro-Karte haben wir noch Informationen. Halt, nimm es von der Crew ist nicht nur Waren, sondern können auch Hilfe anheuern oder Aufträge annehmen. Das für eine Harvine typische kindliche Aussehen täuscht. Siro-Karte hat schon ganz viel erlebt und teilt ihren Wissenschatz gerne mit dem richtigen Kunden. Ja, der sind wir natürlich. So, im Glossar gibt es was Neues hier. Urgottheit und Altar. Schutzgötter für Sega Grande, genau. Und Altare, klar. Gut. Und mehr Trophäen. Kann ich irgendwie sortieren nach. Dass ich die. Nach Trophäen, die ich einholen kann? Da, Winschgepeitzter Reisender. Schließe Nebenquest ab.
Okay, Volker Nebenquest ist eine Bronze-Trophäe und allgemeine Nebenquest ist eine Silber-Trophäe. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber das ist okay. Überfügbar erlang ein gewöhnliches Siegel. Und kann die anders sortieren? Erhalten. Da, das sieht doch gut aus. Wir können eine Rafale-Münze holen. Wir haben eine eingetauscht und können eine neue holen. Sehr gut. Die ganzen anderen Trophäen interessieren mich gar nicht, die ich noch nicht habe. Zumindest aktuell nicht. Ich will erstmal nur die sehen, die ich habe. So, genau, da brauchen wir einen Golemfinger für. Da brauchen wir noch zwei weitere Kleinzangen. Okay, sortieren. Obwohl, noch muss ich es nicht machen. Ich kann erstmal nur die im Gange sortieren hier. So, und drei Goblin-Stürmer. So, in die Kirche muss ich für diesen Reparatur-Heinz. Item. Prisma-Chip. Und da ist eine Kiste. Oh, hier ist endlich Loot. Zwei Stärke-Splitter. Cool. Da ist noch eine Kiste. Alter, hier oben ist der ganze Loot versteckt. Zwei Münzen. Oh nein. Oh, sie wartet hier oben am Wasserratzen. Bei unterschiedlichen Wasserrädern. Oh nein. Die armen beiden. Ha, versteckte Kiste. Platinschlüssel. Oh, ihr seid doch... Okay, ich muss mir das merken, dass da eine Kiste ist. Oh, das kann ich mir niemals merken. So, hier war aber nichts mehr, ne? Ich glaube nicht. So, dann haben wir hier noch... Noch ein Prisma-Chip. Mal richtig hier die Augen aufhalten für die Kisten, ne? Ah, und da ist die Sidequest. Keine Kringelpilze. Ich habe Kringelpilze. Ja, ich habe drei Kringelpilze. Ich habe keine Kringelpilze mehr. Sie werden zwar nicht mehr oft verwendet, aber es gibt noch ein paar lästige Krankheiten, für die sie ein Wundermittel sind. Besorgst du mir welche? Klar. Leben 1 und Stärkesplitter. Dreimal. Sehr gut. Sehr gut. Was? Stärke 1. Ne, Leben 1. Ölbasisgesundheit. Okay, das war klar. Aber aktuell kann jeder nur ein Siegel ausrüsten, ne? Ja. Dann würde ich... Wer von euch hat denn wenig Leben gerade? Vielleicht würde ich es Io erstmal geben. Dass sie ein bisschen mehr Leben hat. Jetzt hat sie sehr viel Leben, oh mein Gott. Jetzt hat sie die meisten Leben. Was ich bei einem Heiler aber auch nicht verkehrt finde, wenn ich ehrlich bin. Wenn ein Heiler viele Lebenspunkte hat. Ah, eine Münze. Früher in der Hauptstadt gelebt. Oh mein Gott. Einfach erkunden. Das ist wahrscheinlich zum Zuschauen einfach so der langweiligste Part überhaupt. Aber ich liebe erkunden. Es ist vielleicht schon mal aufgefallen. Dass ich es liebe, einfach nur herumzulaufen. Und Sachen zu suchen und zu erkunden. Ist vielleicht schon mal aufgefallen. Okay, ich glaube aber, das meiste müsste jetzt tatsächlich haben erstmal. Das Gröbste zumindest. Mir fehlt aber irgendwo noch ein Archiveintrag. Außer aus irgendeinem Grund gibt es den hier in dieser Stadt nicht. Was sehr merkwürdig wäre, weil... Wir haben Archiveinträge 2 und 4, aber die 3 fehlt. Aber ich war auch noch nicht bei Catalina. Schade. Deswegen, vielleicht ist er auch bei Catalina irgendwo. Kann ich Wasser hüpfen? Nein. Schade. Okay, wir gehen mal Richtung Catalina. Achso, ja. War der Questgeber richtig. Jo, so. Da ist noch eine Kiste. War ich hier schon? Ja, mit euch beiden habe ich schon gesehen, genau. Das ist wieder eine Silberschlüsselkiste. Ja, okay. Also bisher haben wir jetzt zwei Silberschlüsselkisten und eine Platinschlüsselkiste. Das wird wahrscheinlich nur wieder hoch zur Kirche, genau. Dann soll ich einfach mal in die Kirche rein? Kann ich das? Nein. Ich darf also nicht zum Reparatur-Heinz. Ist hier oben was? Ah, die Kiste, okay.
So, genau, das ist die Schlüsselkiste. Gibt's hier was? Ja, ganz viel. Jetzt kann ich aufs Hausdach. Nein, okay. Versuch was wert. Und der arme Lyria kam nicht hinterher. Sollte auch anscheinend einfach versuchen, einfach in ein paar Büsche zu springen. Adelina, training again. Guess old military habits die hard, huh? If she hadn't betrayed the Earthstate Empire to save Lyria, who knows where we'd be now? Okay, da können wir gar nicht rein. Ja, okay, Catalina. Was hast du zu sagen? Bei deinem Training. Hi, Catalina. What you doing? Thought I might get in some training. I once spent hours practicing my strikes. Oh, no wonder you're a master swordswoman. Not yet, I'm afraid. Maybe I'm halfway there at best. You're no slouch either, buddy. But I wonder who's better, you or Catalina? Vermutlich Catalina. Probably Catalina. It's hard to say at a glance, though it might be fun to cross swords sometime. Ja, jetzt? You mean like a sparring match? I wouldn't know who to root for. Then why not both? Wow. Dann kannst du ja nicht verlieren. Oh, you're right. There's no rule that says I can only pick one side. Captain. Before we proceed any further, I have just one thing. Make sure to check our mastery points from time to time. Battles may begin to feel tense if we don't sharpen our skills. Meisterschaftspunkte, okay. Charaktere erhalten MSP beim Stufenaufstieg. Gibt es ja auch so Werte, Fähigkeiten und mehr zu verbessern. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um das in Aktion zu sehen. Machen wir Lirelia stärker. Okay, Meisterschaften. Jeder Charakter kann ein kleines Kraftpaket werden. Fangen wir mit dem Captain an. Okay. Und damals ein Skilltree. Du kannst jeden Meisterschaftsknoten mit Meisterschaftspunkten freischalten. Hahnspruch ist ein guter Anfang. Okay, ich kann alles also lernen, was hier kommt. Okay. Hahnspruch. Ein schneller Sprungangriff, der dem Gegner Abwehr Minus zufügt. Effektstärke und Dauer abhängig vom Kunststufe. Okay. Oh, der geht weit. Das kann ich zum Randdashen nutzen quasi. Um ein bisschen als Gap Closer. Okay. Und ich habe 17 Meisterschaftspunkte. Dann lernen wir die nochmal. Okay, und ich kann alles lernen dann hier, ja? Wie weit geht das runter? Oh, das geht schon ein gutes Stück runter. Das geht schon, ja. Und das ist noch nicht mal das Ende. Das sind einige Punkte, ja. Teilen sich die Mannschaftspunkte. Okay, und ich kann auch Defensive lernen hier. Erhöht Angriffskraft. Es ist halt die Frage, ob es erstmal sinnig wäre, jetzt tatsächlich für Story-Purposes den Charakter hier erstmal aufzuwerten. Weil der das meiste machen wird im Endeffekt. Wenn wir ehrlich sind, der Charakter hier wird das meiste machen. Ja. Deswegen vielleicht einfach ein paar Bonus-Lebenspunkte noch dabei. Ready for action. Ermöglicht perfektes Blocken und perfektes Ausweichen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt zu haben. Schütze dich vor dem Angriff eines Gegners mit Betäubungsleisten, schnell nahe Gegner zu füllen. Okay. Muss ich vielleicht einfach mal üben? Und das ist, weiche kurz, wenn ich mich auf uns vorübergehend unantastbar zu erhalten. Ich denke, das sind zwei Sachen, die sollte ich auf jeden Fall auch noch lernen. Okay. Mehr Lebenspunkte. Oh, ein Heilkreis kann sie auch machen. Kann ich mit meinem Hauptcharakter auch machen. Das sind wirklich gedrückt halten, um den Ort zu bestimmen. Und ihr hört die. Okay. Cool. Wir lernen noch ein bisschen Angriff. Hochschleudern. Drücke sofort auf den Spring X, um kleinere Gegner hochzuschleudern und in der kommenden Luft anzugreifen. Lernen wir auch schon mal. Oh, nifty. Okay, lass sie erstmal so. Okay, der Baum sieht auch bei jedem anders aus. Natürlich. Okay. Machen wir. Okay, also ich würde wirklich erstmal den Fokus auf den Hauptcharakter hier legen. Bis ich genau weiß, welche Charaktere ich halt eben auch in der Party haben möchte. Ich weiß ja noch nicht, was an Charakteren kommt und alles. Deswegen, da muss ich wahrscheinlich auch erstmal gucken, was will ich überhaupt haben, was ist empfehlenswert mitzunehmen. Zumindest einen von jedem Element irgendwie. Es triggert mich jetzt ein bisschen, dass ich dieses letzten Archiveintrag nicht finde.
Aber vielleicht gibt es den auch einfach hier in der Stadt nicht. Das kann ja auch sein. Ne, da ist er doch. Da ist er am Wasser. Ich war einfach nur blind. Flyer für das Angelturnier. Moment, Fähigkeit muss ich jetzt noch ausrüsten, ne? Ne, hier, Y. Schnellsprungangriff. Würde ich vielleicht sogar stattdessen auf RBB setzen. Weil das quasi auch so mein Dodge, der Dodge-Button ist. Dass ich damit dann quasi dann den Gap-Closer habe. Für Mobilität halt. Ja, machen wir erstmal so. So, Archiv. Da, Flyer fürs Angelturnier. Kommt zur Brücke und erlebt einen Tag voller Angelspaß. Der Eintritt ist frei, also was habt ihr zu verlieren? Wir haben sogar Preise für den ersten und zweiten Platz. Noch immer nicht überzeugt? Ihr wollt doch nicht die Einzigen sein, die all die Marktstände versäumen, die Anglerausrüstung verkaufen, auch nicht das köstliche Essen. Ein Fest, das in seiner Größe nur vom alljährlichen Erntefest übertroffen wird. Von Anfängern bis zu Profis. Wir hoffen, wir können viele Leute an Land ziehen. Wer weiß, vielleicht bekommt ihr sogar eine Übungsstunde im Fliegenfischen mit dem Anglergott höchstpersönlich. Sternchen. Sternchen. Der Anglergott ist so unvorhersehbar wie das Wetter. Seine Anwesenheit kann nicht garantiert werden. Ach, immer diese Disclaimer. Moment, das ist noch ein Trophäe. Verbesserungspotenzial. Ich muss den Filter nachher halten. Ah ja, Schalter Meisterschaftsrouten des Captains frei. Okay. Alrighty. Dann sind wir eigentlich für die nächste Folge dann quasi so weit, dass wir die Stadt verlassen können, wenn ich mich nicht täusche. Keine Quests mehr offen laut dem Kompass. Da ist nur der Händler. Schmied. Vielleicht packe ich noch eine Stufe auf das Schwert drauf. Oder? Ja, wir packen noch eine Stufe drauf. Drücke X, um automatisch die am besten geeigneten Materialien für das Aufstufen der gewählten Waffe auszuwählen. Mit dieser Funktion wird das Verbessern der Waffen einfach und problemlos. Okay, was passiert, wenn ich X drücke? Autostufe? Okay, dann machst du mir das direkt auf Stufe 10 hoch. Ach, Stufe 10 ist das Max-Level für die Waffe schon. Ah, okay. Ich glaube, das kann ich aber tatsächlich machen. Naja, wobei, das ist schon viel an Stats. Ich mach's mal. Stufe 10. So. Genau, jetzt die Waffe nämlich ausgemaxt. Wahrscheinlich kann ich die jetzt erst nur weiter aufwerten, wenn ich da weitere Sterne reinkriege. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, war es erstmal für heute. Und beim nächsten Mal gehen wir dann dort vor die Kirche. Vielleicht dürfen wir den Reparaturheinz diesmal treffen. Und genau, gucken uns dann entsprechend einmal an, was wir dort so tun können in der Stadt oder wo uns als nächstes weitergeht. Da war ja eine Rede von einem Altar. Vielleicht ist ja ein Ziel, dass wir dahin gehen können. Ansonsten auf jeden Fall diese Nebenquests erstmal machen. Wir brauchen einen Golemfinger und wir müssen so Goblins umhauen. Mal gucken, ob ich Lyria am Ende jeder Folge sagen muss, dass es in der nächsten Folge kommt. Dass wir uns jetzt in dem Fall nächste Woche mit den anderen treffen. Mal gucken. Aber danke fürs Hinweis, Lyria. Ich danke fürs Zuschauen. War jetzt eine eher langweilige Folge wahrscheinlich für die meisten. Keine Sorge, Wern, da steht noch keiner. Wir sind fein. Und bis jetzt beim nächsten Mal wieder bei Granblue Fantasy Relink. Wird nächste Folge wieder ein bisschen spannender, hoffe ich. Aber wir spielen JRPG, da passiert das schon mal. In dem Sinne, bis dahin und tschö.